Alles, ich gebe euch mal an dieser Stelle ein paar Parameter. Also es ist eine 500er Leitung mal 6,3 mm und die Parameter sind natürlich abhängig von euren Umständen, in denen ihr euch befindet, und natürlich auch von euren Handfertigkeiten, je nachdem wie eure Vorgehensweise sind. Wir gehen ungefähr so ran mit 4 bis 4,5 mm Schweißluft, den Wurzelschweißdraht 3 mm, 105 bis 110 Ampere, die erste Zwischenlage 2,4 mm Schweißdraht, ca. 145 bis 160 Ampere, das soll die Wurzel sichern als Sicherheitslage. Die zweite und dritte Zwischenlage 3 mm Schweißdraht zwischen 165 und 180 Ampere, geht auch 185, kein Problem, die Wurzel ist gesichert. Und die Decklage packt ihr drauf mit 3 mm Schweißdraht und ca. 165 bis 180 Ampere. Wir haben hier beide SR18 WIC Schweißbrenner, das sind wassergekühlte Brenner, und ein 16 Meter Schlauchpaket, eine Verlängerung zwischengeklemmt. Die Argon Literzahl liegt unter normalen Bedingungen, unter diesen Bedingungen bei ca. 25 Liter Minimum. Wir gehen auch höher, wenn es ein bisschen mehr windet, 30 Liter. Oder eben was das Manometer hergibt, kommt ganz drauf an. Beide verwenden ein Gaslinsensystem und wir stimmen uns gegenseitig ab. Das habt ihr ja schon gesehen bei den anderen Videos, und bei diesen Videos werdet ihr es gleich im Anschluss nach der Beschreibung auch wieder sehen, wie die Abstimmung sein kann, insbesondere auch im Überkopfbereich, in den senkrechten und waagerechten Bereichen. Das ist gut so, die Abstimmung, das ist in Ordnung, wir stimmen uns auch ab, wenn es um zwischendurch mal Schleifarbeiten geht, mal Stopp machen, Funkenflug, das kann natürlich hinderlich sein, und auch mal den anderen treffen, das ist wichtig, dass man eben auch mal eine Ansage macht, zwischendurch eine kleine Pause, alles korrekt und alles in Ordnung. Lasst zwischendurch, wenn ihr eine Runde gemacht habt, mal ein bisschen runterkühlen und dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg. So, jetzt kommen weitere Eindrücke von dieser Schweißnaht.